Ja, also ich bin die Eva, komme aus München und ich studiere Musikmanagement und war im Auslandssemester in Stellenbosch. Hi, ich bin Marlene, ich studiere auch in München, komme ursprünglich vom Bodensee, studiere im 6. Semester PR-Management und war auch in Stellenbosch im Auslandssemester in Südafrika. Also bei mir war es wirklich so, dass ich eigentlich so weit weg wollte wie möglich. Und ist zwar jetzt nicht so weit weg wie Australien zum Beispiel, aber es war trotzdem auf einem anderen Kontinent und deswegen bin ich halt nach Südafrika gekommen. Ich habe mich für Stellenbosch entschieden, weil ich schon immer mal nach Afrika wollte und weil ich Lust hatte, in meinem Auslandssemester was komplett anderes zu sehen, als wie ich es bisher kannte. Und deswegen ja, war Afrika eigentlich eine ganz gute Alternative. Das Besondere an der Uni in Stellenbosch ist die ganze Atmosphäre. Es ist so, wir studieren ja alle in großen Städten an der Makromedia und daher sind wir es gewohnt, in einer großen Stadt zu leben und an einer kleinen Uni zu studieren. Und in Stellenbosch ist das Ganze komplett andersrum. Du studierst in einer kleinen Stadt, aber die komplette Stadt ist quasi eine Uni. Für mich persönlich war es schon sehr schwierig, sich einzugewöhnen, weil es einfach die Art, wie sie dort lernen, ist eine ganz andere Art und Weise, wie sie es hier in München tun oder in Deutschland oder allgemein vielleicht auch in Europa. Wir geben halt am Ende vom Semester eine ganz große Arbeit ab oder vielleicht mehrere große Arbeiten, während die in Südafrika wirklich das komplette Semester über was abgeben müssen. Weil man könnte ja meinen, ja, in Afrika, da muss man sich extrem dran gewöhnen. Das stimmt so meiner Meinung nach nicht wirklich, weil du bist sehr in deiner Community und bist sehr mit deinen Studenten und mit deinen Leuten unterwegs und lebst auch mit denen zusammen und bildest mega die Gemeinschaft. Aber es gibt schon Dinge, an die wirken am Anfang sehr stark auf dich. Zum Beispiel, es gibt wirklich eine große Armut. Ja, für mich das Beste war eigentlich unsere Reise. Wir sind ja am Schluss noch zusammen einen Monat gereist mit noch drei anderen Leuten. Das muss man selbst erlebt haben. Allein wenn man auf dem Highway fährt und dann kommt ein Elefant oder ein Zebra. Und das sind halt so Sachen. Ja, genau, musst du warten auch noch. Oder wir werden von einem Strauß angegriffen. Das sind einfach so Sachen, die erlebt man hier in Deutschland nicht oder auch vielleicht in Europa nicht. Ich würde es auch jedem raten, wenn er in Südafrika ist, einfach noch Namibia sich anzugucken, Botswana, also die Länder, die außen rum sind, die auch nicht so weit weg sind. Ich denke generell aus dem Auslandssemester habe ich für mein Berufsleben mitgenommen, dass ich weiß, man kann sich in viele Kulturen und Situationen einfach anpassen oder man gewöhnt sich an viele Sachen, was es für mich einfach macht, weil ich sage, okay, ich kann jetzt relativ flexibel meinen zukünftigen Berufsort wählen, weil, wie gesagt, wenn man in Südafrika mit Elefanten kämpfen kann, dann kann man eigentlich echt viel. Man ist auf eine ganz andere Art und Weise selbstständig, weil man einfach auch die Armut dort sieht und auch man lernt auch zu schätzen, was man hier hat. Und wenn ihr da seid, geht auf jeden Fall nach Kapstadt. Ganz viel, geht viel nach Kapstadt. Es gibt auf jeden Fall viel, viel zu erleben in Stellenbosch und viel zu machen. Unseren Kommilitonen, die vorhaben, nach Stellenbosch zu gehen, wünsche ich, dass ihr eine super schöne Zeit habt, dass ihr es genießen könnt, dass ihr das Land genauso zu lieben lernt, wie wir das wirklich ausnahmslos alle haben. Ich kenne niemanden, der bereut hat, nach Südafrika zu gehen. Und ja, das wünsche ich euch. Habt eine schöne Zeit und genießt es, euer Leben dort. Das ist schon schön. 18 Partnerhochschulen, 6 Monate, 5 Kontinente. Ein Fachsemester auf Englisch, unterrichtet durch ausländische Experten, geprägt durch interkulturelle Erfahrungen und Branchenpraxis. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia.